is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Lebenden vor Gericht. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Zur festgesetzten Zeit, am Ende der 2300 Tage, im Jahre 1844, begann das Untersuchungsgericht und die Auszählung der Sünden. Alle, die sich irgendwann einmal zum Namen Christi bekannt haben, müssen durch diese gründliche Prüfung hindurch. Sowohl die Lebenden als auch die Toten werden nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Der Richter sagt, alle werden durch ihren Glauben gerechtfertigt und nach ihren Werken gerichtet. Unbereute oder nicht aufgegebene Sünden werden nicht verziehen, nicht aus den Berichtsbüchern gelöscht. Sie bleiben stehen und zeugen am Tag Gottes gegen den Sünder. Es steht allen ein ernster Kampf bevor, die ihre bösen, ständig nach Oberherrschaft strebenden Neigungen überwinden wollen. Das Werk der Vorbereitung ist ein individuelles Werk. Wir werden nicht in Gruppen gerettet. Die Reinheit und Hingabe des einen wird das Fehlen dieser Eigenschaften bei einem anderen nicht ausgleichen. Obwohl alle Völker im Gericht an Gott vorüber müssen, wird er jeden Einzelnen so gründlich und eingehend untersuchen, als gäbe es kein anderes Lebewesen auf der Erde. Jeder Einzelne muss geprüft werden und ohne Flecken, ohne Makel oder dergleichen erfunden werden. Jetzt geht das Gericht im himmlischen Heiligtum vor sich. Schon seit vielen Jahren ist dieses Werk im Gang. Bald, keiner weiß wie bald, wird es sich mit den Lebenden befassen. In der ehrfurchtgebietenden Gegenwart Gottes wird unser Leben überprüft. Vor allem in dieser Zeit gilt es, den Rat des Heilands zu beherzigen. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde.